Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu diesem wahrlichen Gipfeltreffen im Rahmen des Formats Colloquium Medizin. In der heutigen Diskussion über die Grenzen der Innovation widmen wir uns einem faszinierenden Gedankenspiel. Wie viel Progress, also Fortschritt, wäre möglich, wenn nicht alle medizinischen Lösungen patentierbar wären? Bleiben Sie gespannt, wer heute unsere Gäste für dieses Gedankenexperiment sind. Damit darf ich euch präsentieren und vorstellen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Dr. Matthias Meyer, du bist Unfallchirurg und Orthopäde. Und ich heiße auch euch drei Professoren willkommen. Ihr seid Medizinwissenschaftler Elmar Wienicke und Urs Gruber. Und Brigitte König, du bist Mitochondrien-Expertin und transdisziplinäre Wissenschaftlerin. Nun, ich glaube, den Zuschauer zu Hause tangiert diese Thematik in seinem Alltag vielleicht eher weniger. Deswegen würde mich interessieren, welche Rolle spielen denn Patente überhaupt bei der Förderung medizinischer Innovation? Also ich habe selber keine Patente und ich sehe auch nicht in naher Zukunft, dass sich das irgendwie ändern wird. Medizinische Leistungen kann man, soweit ich weiß, nicht patentieren. Man kann nur Produkte patentieren, die man wiederum auch verkaufen muss, damit das sich überhaupt lohnt, weil auch ein Patent kostet Geld in der Anmeldung und in der Instandhaltung dieses Patentes. Man muss es schützen lassen. Man kann es dann national, international in Europa oder weltweit schützen lassen. Wobei ich auch glaube, dass das nicht von jedem Land gleichermaßen respektiert wird, dieser Patentschutz. Ich hatte mal gefragt, ob man die Behandlungsmethode, die ich für mich benutze, in Zusammenhang mit einer weiteren Therapie irgendwie schützen lassen konnte. Das ging aber nicht, weil medizinische Leistungen an sich nicht patentierbar sind. Das bedeutet also wirklich nur Produkte, die man im medizinischen Kontext entwickelt. Genau, ich kann das, was ich mache, nicht irgendwie über eine Firma verkaufen. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist auch ein Patent da nicht drin. Ja. Bei Brigitte ist es ja extrem spannend. Wir arbeiten seit Jahrzehnten sehr erfolgreich zusammen. Und sie ist ja diejenige, die auf der mitochondrialen Ebene misst. Und diese Messsysteme sind schon einmal, das ist schon bahnbrechend, was sie macht. Aber diese Messtechniken selbst, da frage ich dich jetzt mal, weil ich kann es gar nicht beantworten, kannst du die patentieren lassen? Naja, Mitochondrien sind ja, die Funktion ist ja eigentlich schon beschrieben worden, da müsste ich jetzt etwas ganz Besonderes machen. Die Messtechniken, ja, die sind aber schon patentiert von bestimmten Leuten, die das einfach zur Verfügung stellen. Das ist einmal Agilent, Seahorse, das sind ganz große Firmen. Ich könnte jetzt, also ich bin beteiligt an ein paar Patenten, das ist aber aus von früher, da ging es um Allergieforschung und sowas oder auch um bestimmte Techniken zur Diagnostik von Infektionskrankheiten. Da kann man Produkte entwickeln. Aber wie gesagt, da bin ich nur mitbeteiligt. Ein eigenes Patent habe ich auch mal versucht. Das hat nicht geklappt. Hat erstmal viel Geld gekostet. Es wurde dann doch abgeschmettert wegen irgendeiner Sache, die man nicht patentieren kann. Jetzt bei den Mitochondrien machen wir es etwas anders. Wir publizieren durchaus. Dann können auch andere das nicht mehr patentieren lassen. Bei diesen Methoden braucht man schon sehr viel Know-how. Und da hoffen wir natürlich darauf, dass die anderen, dass wir Jahrzehnte voraus sind, bevor die das nachholen können, ja, oder auch genauso auf dem Stand sind. Denn es können ja viele, mitochondriale Medizin ist die Medizin der Zukunft, viele gehen auf diesen Weg, aber da ist die Qualität auch ganz entscheidend, denn wir haben immer diskutiert, man kann viel messen, aber wie valide sind diese Messungen wirklich? Na, das ist ja das, was wir immer wieder diskutieren. Genau. Wir hatten zum Beispiel auch in unserem Bereich, ich habe hier eine riesen Datenbank entwickelt, die ja wirklich eine zweistellige Millionensumme gekostet hat, eine Mikronährstoffdatenbank, und wollte das wirklich patentieren lassen. Das geht aber nicht. Welche Hürden waren da auf dem Weg? Ja, nein, es ist ja so, wir haben Daten von 60.000 Patienten. Ja. Die haben wir. Wissenschaftlich evident kann ich jeden einzelnen Fall dokumentieren. Ich kann gucken, wo sind die Diabetiker, wo sind die Sportler, das kann ich alles machen. Aber wo sind Referenzen?
also die Referenzen der Blutwerte. Denn was ich immer, liebe Zuschauer, ganz häufig kritisiere, Sie gehen zu Ihrem Hausarzt, der Hausarzt nimmt Blut ab, der schickt es zu einem Labor und das Labor bewertet. Das ist auch gar nicht despektierlich gegenüber den Labors gemeint, die messen schon gut. Aber die Art und Weise, wie bewerte ich das? Wie bewerte ich diese, das ist das Entscheidende. Und da ist die Bandbreite teilweise so groß, da sind gesunde Kranke alle drin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau, wenn laborintern etwas Referenzwerte erstellt werden, ist die Frage, was habe ich denn für Patienten? Habe ich jetzt nur Gesunde, die ich nehme? Habe ich welche, die vielleicht meine gesund, aber schon krank sind? Oder habe ich wirklich welche, die nicht mehr können, die Fatigue haben und wie auch immer? Und das muss man natürlich wissen. Also dann kommen ganz andere Werte raus. Ne? Man kann natürlich bestimmte hier Statistiken anwenden. Ja, aber trotzdem muss ich wissen, was habe ich für Patientengruppen. Wir haben, wenn wir mal in die Forschung gehen, in der Intensivstation haben wir sehr viel gearbeitet mit. Da ging es auch darum, wie kann ich sehr schnell eine Sepsis feststellen? Also eine Blutvergiftung jetzt mal für die Zuschauer. Und weil es manchmal die richtige Therapie, also das Überleben hängt oft von einer sehr schnellen, korrekten Therapie ab mit einem Antibiotikum. Also es geht jetzt wirklich um Intensivstation. Und da haben wir angewandt, wie schnell man eine molekularbiologische Methode anwenden kann, um schnell zu wissen, welcher Mikroorganismus ist die Ursache und hat er bestimmte Resistenzen. Das ist jetzt aber schon 15 Jahre zurück, 20 Jahre zurück. Da haben wir das auch mit Roche zusammen entwickelt. Und da kam es sehr darauf an, also da war immer die Frage, was bringt das überhaupt gegenüber den üblichen Methoden, also einer normalen Blutkultur, die halt 3-4 Tage oder 5 Tage dauert, bis man das Ergebnis hat. Und je nachdem, welche, wenn wir alle genommen haben, die auf der Intensivstation waren, dann brachte dieser molekularbiologische Test keine Vorteile. 3%, ja, da hat jeder drüber gelacht, weil ja die Preise auch sehr viel teurer oder höher waren bei der molekularbiologischen Methode. Wenn wir natürlich welche genommen haben, wo wir schon Parameter hatten, dass die in eine Sepsis rutschen, dann war der Erfolg phänomenal. Ja, nur mal als ein Beispiel, wie man das etwas beeinflussen kann, das Ergebnis, je nachdem, welche Gruppen wir nehmen. Oder in der Dermatologie haben wir das auch gemacht, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Es kommt sehr darauf an, wie definiere ich meine Gruppe. Ja, welche nehme ich? Ne? Aber du, Elmer, könntest natürlich jetzt mit einem eigenen Programm oder mit künstlicher Intelligenz ein eigenes Programm aufbauen und sagen, ich sehe das jetzt voraus und das kann die anderen dann nicht schnell nachmachen mit diesem Datenbank. Genau. Ja, das ist voll, aber jetzt mal ganz praktisch gesprochen. Brigitte, du kannst das auch sehr gut, oder Urs, ihr könnt das sehr, sehr gut beurteilen. Aber der entscheidende Faktor, ich sehe immer ganz häufig, die Kunden, Patienten oder Sportler, die zu uns hinkommen, haben ein großes Problem. Das ist die Bewertung. Ja. Eins muss man ja ganz klar und laienhaft mal den Zuschauern erklären. Das Labor bekommt die Informationen Alter, Größe, Geschlecht. Mehr nicht. Die haben keinen Hintergrund über Erkrankungen. Keine. So, und dann kommt eine Bewertungsstruktur. Und meine Kritik war ja immer, ich weiß, das ist auch Datenschutz, überhaupt keine Frage, ich verstehe das, dass die Laborzentren natürlich nicht noch mitbekommen, was liegt da vor. Aber das führt manchmal in vielen Fällen, wenn dann die Werte zu Matthias geschickt werden, gut oder nicht gut, er kann das ja kaum beurteilen. Du musst ja sehen, wo sind denn vergleichbare Strukturen? Das ist immer schon eine Kritik, die ich gebracht habe. Vielleicht müsste man auch darüber mal nachdenken, dass man etwas mehr diese Referenzwerte einfach mal kritisch hinterfragt. Das würde ich auf jeden Fall sofort unterschreiben. Ich weiß auch nicht, ob es ein Problem des Datenschutzes ist. Es ist einfach der Komplexität natürlich auch. Ja, der eine hat die eine Krankheit, der andere hat eine andere Krankheit. Und dann muss man sehen, wie sind denn die Referenzwerte bei einer bestimmten Krankheit? Was ist wirklich in Ordnung? Also es ist ein bisschen komplexer, ja. Dankeschön, dass ihr da erstmal auch so, ich sag mal, ganz praktische Beispiele angeführt habt. Für mich ist auch so ein bisschen die Frage, können wir vielleicht die Vor- und Nachteile der medizinischen Patentierung da auch nochmal beleuchten? Es ist vielleicht gar nicht so einfach. Also ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall kein Experte, wenn es um Patente geht. Es ist, glaube ich, kein Patentexperte dabei. Aber es gibt ja einmal die Überlegung, was ist überhaupt ein Patent? Das ist ja jetzt nicht eine Weiterbildung. Sondern ich habe jetzt verstanden, dass man bestimmte Geräte, Apparaturen, Ideen, ob die funktionieren oder nicht, spielt gar keine Rolle, patentieren lassen kann, wenn es das noch nicht gibt. Davon hat jetzt der Kunde, der Patient vielleicht noch gar nichts, sagt auch noch nichts aus über Qualität oder Weiterentwicklung, meiner Einschätzung nach im Moment. Sondern wenn es darum geht, das ist vielleicht eine andere
Baustelle, die wieder zum selben führt. Wenn man sagt, es gibt aber Methoden, Anwendungen, die man nicht patentieren lassen kann, wie der Matthias jetzt das zum Beispiel erklärt hat, dann gibt es wieder etwas, wo man sagt, jetzt müssen wir quasi die Wissenschaftsbrille anziehen und müssen da bestimmte Fragen stellen, um möglichst viel darin zu beantworten. Wenn da Daten rauskommen, dann kann das, können die Daten sehr gut sein, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Und über eine bestimmte Zeit, wenn da eine bestimmte Menge von diesen Daten dann da ist, durch die Wissenschaftsbrille gemessen und so weiter, dann kann so eine Methode zum Beispiel akzeptiert werden über eine Zeit, bis sie dann vielleicht auch anerkannt wird. Und Anerkennung von etwas, das macht man vielleicht in der Wissenschaft, wenn man jetzt so anerkannt, das interessiert vermutlich den Patienten auch noch nicht, sondern eher, ob das dann quasi medizinrechtlich und rechtsspezifisch, ob das dann auch so anerkannt wird und bezahlt wird zum Beispiel. Das sind dann ganz andere Aspekte, die dann auf einmal mit eine große Rolle spielen. Ja, bezahlt das die Krankenversicherung? Das höre ich doch auch hin und wieder. Und das hat also einen bestimmten Stellenwert. Ob das patentierbar ist oder nicht, spielt dann gar nicht so eine große Rolle. Spielt scheinbar eine große Rolle. Natürlich von den Finanzen her einerseits, aber andererseits auch von vom Blickwinkel her scheinbar, wenn man sagt, aha, wenn das die Krankenversicherung bezahlt und dies und jenes nicht, dann ist da scheinbar irgendetwas besser oder etwas schlechter. Und das ist so etwas, wo ich denke, ja, das muss überhaupt nicht so sein, natürlich. Das muss gar nicht so sein. Es gibt Dinge, die sind vielleicht noch nicht wissenschaftlich anerkannt, so dass eine Krankenversicherung zum Beispiel das finanziert alles in Gänze. Es gibt Dinge, die die Krankenversicherung nicht finanziert, die vielleicht so oder so sind. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist zum Beispiel, wie viel, wenn man da ein gutes Blutlabor macht, um mal zu schauen, was ist denn da wirklich drin, wenn man da Mitochondrien mal richtig durchmisst, bezahlen das alle Krankenversicherungen, da habe ich keine Ahnung. Aber mir ist aber durch die Wissenschaftsbrille natürlich bewusst, wie bedeutsam das ist für den Patienten, damit man da auch auf eine entsprechend gute Spur kommt. Vor allen Dingen es ist ja insofern sehr wichtig, wenn wir sprechen immer, das muss ich vielleicht, das ist für den Zuschauer nicht ganz einfach, aber ich versuche es mal zu erklären. Wir sprechen immer von evidenzbasierter Medizin. Das heißt, alles muss wissenschaftlich durchgeforstet werden. Jetzt gibt es auch eine retrospektive evidenzbasierte Betrachtungsweise. Das heißt, ihr habt 100.000 von Case Reports, die man summiert, retrospektiv betrachtet. Und das ist nicht eine 1a, sondern eine 1c-Kategorisierung. Das heißt, liebe Zuschauer, das ist in der Wissenschaft schon hoch anerkannt, aber nicht Stufe A und trotzdem evidenzbasiert. Das heißt also, denn wir werden ja in all dem, was wir tun, immer daran gemessen, gibt es denn eine Evidenzbasierung? Wobei der Begriff Evidenzbasierung ist ja manchmal schon sehr zu hinterfragen. Gibt ja auch eine Erfahrungsmedizin, die ist nicht evidenzbasiert. Richtig, ja. Auch die muss man nennen. Aber das bedeutet einfach, dass man wirklich diese Diskussion immer wieder führt. Ist das denn das? Hörst du von allen Seiten der Medizin, ist das evidenzbasiert? Ja. Und da ist eben die kritische Frage, was ist Evidenzbasierung? Eins muss man ganz klar sagen, wenn die unterschiedlichen Bereiche Millionen in Forschungsprojekte investieren, ich habe noch niemals jetzt einen Namen genannt, und dann Studien machen, muss man sich manchmal auch kritisch hinterfragen, was bedeutet das? Du kannst heute Studien machen, also zum Beispiel im Bereich der Mikronährstofftherapie, mal ganz wichtig. Wenn wir eine Magnesiumstudie machen, kriegen wir die nicht mehr durch. Auf der wissenschaftlichen Ebene. Gar nicht mehr. Warum? Weil das im Grunde genommen schon vor eine Ethikkommission kommen muss. Und die Ethikkommission muss darüber entscheiden. Da gibt es nur eine in Deutschland. Zentral gesteuert. Und das bedeutet, du kannst noch nicht mal eine Studie machen mit 200 Milligramm Magnesium in zwei verschiedenen Gruppen. Also müssen wir schon andere Grundlagen bilden. Das ist eine große Kritik, die ich bringe. Verstehe ich überhaupt nicht, weil wir immer nur von dieser Komponente Evidenzbasierung ausgehen. Und das ist das, was in der Medizin dann nur anerkannt wird. Spannend. Ich glaube, da sind jede Menge auch Herausforderungen aufgetreten in dieser Forschung, die auch euch jetzt als Wissenschaftlern tatsächlich oft im Weg stehen können, oder? Würdest du sagen, es limitiert auch euren Forschungsspielraum? Ja, was heißt, wenn du jetzt wirklich, das kann Brigitte gut beurteilen, sie hat große Studien gemacht, aber dann, wenn du große Studien machst, dann kommst du mit 150, 200.000 Euro aus, dann kannst du ein paar Millionen mitbringen. Das ist in der kleinen Form gar nicht mehr machbar. Das heißt, gute Ideen, innovative Ideen, wo es um ganz pragmatische Fragestellungen geht, sind nicht mehr realisierbar, weil teilweise die Kommissionen das nicht mehr befürworten, wird auch zentral gesteuert. Und das ist so ein wichtiger Faktor. Da müsste es irgendwann auch mal eine Erleichterung geben, um wirklich da wieder
auf einer wissenschaftlich soliden Basis zu arbeiten, aber nicht nur auf dieser. Ich weiß nicht, wie du es siehst bei den großen Forschungsprojekten, die du machst. Ja, es ist schwierig geworden mit den Ethikkommissionen jetzt mal. Ist auch ein bisschen Kritik, weil wir, mal ein Beispiel, wenn wir in der Mikrobiologie jetzt Einsendungen haben und dann schauen, welche Bakterien sind da gewachsen. Also bei einem, der jetzt eine Lungenentzündung hat, der das hat, der vielleicht von der Station kommt, wie ist die Entwicklung der Resistenzen? Also einfach, wir nehmen die Bakterien und schauen dann nach, wie ist die Verteilung von bestimmten Resistenzen oder auch über die Jahre oder wie gesagt, oder aus welchen Stationen kommen die. Selbst das muss vor einer Ethikkommission, weil wir die Bakterien nicht mehr ohne Erlaubnis nehmen dürfen, auch wenn die losgelöst sind von den Patienten, ja. Also es nur mal als ein Beispiel, wo wir auch sagen, muss das sein, ja. Also man kann eigentlich nichts mehr machen ohne Ethikkommission. Klar kann man sagen, man reicht es ein und dann sagen sie, ja gut, sie brauchen keine besondere mehr Zulassung und es ist so in Ordnung. Das kann man schon so und so sehen, aber es erleichtert auf jeden Fall nicht die Forschung. Ja. Sonst... Ja, sonst würde ich gern, wenn ihr gerade so viele Kritikpunkte angebracht habt, eure Veränderungswünsche mal mit in den Fokus nehmen. Welches Plädoyer hättet ihr denn? Was wäre vielleicht für Wissenschaft, Forschung, Innovation eurer Meinung nach relevant? Und vielleicht darf ich vielleicht noch ein Beispiel nennen. Und zwar waren mir das in der Zeit... und zwar wollten wir nach den bestimmten Altenheimen und Bevölkerungsgruppen schauen, wie gut die Antikörperantwort ist, auch die T-Zell-Antwort. Das war einfach also von uns, wir hatten eigentlich einen guten Gedanken, dass wir sagen, wir überprüfen das, nicht, dass die Leute sich dann, vor allen Dingen im Altenheim, sich in falscher Sicherheit wiegen, ja, weil wir wissen ja, dass die Immunantwort ja auch vom Alter abhängt, beziehungsweise von Funktionen auch der Mitochondrien und das auch sehr stark abhängig ist von der Intaktheit des Immunsystems. So. Und das haben wir gemacht und das haben wir auch für die Ethikkommission angemeldet, natürlich ganz korrekt. Da wurde so gesagt, das ist aber eine Arzneimittelstudie, weil wir überprüfen die Wirksamkeit eines Arzneimittels. Und das ist auch anderen Universitäten passiert, also auch in Düsseldorf. Und das haben viele jetzt nicht verstanden, ja, dass es dann in diese Richtung ging. Hochspannend, Dankeschön. Bei mir in einem viel kleineren Rahmen. Ich habe ja eine Praxis, das heißt, ich arbeite von morgens bis abends bis Patienten und in der Zeit fällt es nur schwer, dann noch nebenher irgendwas wissenschaftlich Basiertes daraus zu machen. Ich habe mal so zwei Paper geschrieben und auch veröffentlicht und eins davon war ein Case Report, wo ich zeigen konnte, dass nach 30 Behandlungen die Bandscheibe von dem untersten Lendenwirbel zum Kreuzbein in seiner Größe sich deutlich verändert hat. Das heißt, auch die Winkel zwischen diesen beiden Knochen ist so groß geworden, dass die Bandscheibe doppelt so dick erscheint. Und das ist Bandscheibenwachstum. Und ich habe vorher das nie gehört, dass durch eine manuelle Medizinanwendung oder überhaupt irgendwas Bandscheibenwachstum. Ich habe immer gelernt, Bandscheiben degenerieren. Dann sind sie dann halt so und wenn es nicht mehr gut ist, dann kann man sie ersetzen oder operieren, versteifen. Aber dass man es regenerieren kann, war für mich was Neues. Und ich finde auch eigentlich wichtig, irgendwie für die Wissenschaft, das mal zu sehen, vielleicht auch zu kritisieren, wenn es nicht gut gemessen ist oder irgendwas falsch war. Aber ich habe das nur in eine Case-Report-Studie einbringen können. Ich konnte das nicht bei großen Zeitschriften einreichen, weil die keine Case-Reports nehmen. Die nehmen nur große Studien, am besten mit Gentechnik oder mit großen Labore, die sehr, sehr teuer sind, sehr aufwendig. Da habe ich nie eine Chance, irgendetwas Schönes einem breiten Publikum zu zeigen, was vielleicht wichtig wäre, auch für Kollegen. Und somit bleibt die Antwort gleich null. Aber vielleicht eine positive Reaktion. Sammel viele dieser Case Reports über die Jahre. Sammeln die und die kannst du publizieren und die sind auch evidenzbasiert. Das ist ganz entscheidend. Ich habe das Brigitte auch gesagt, das ist ganz entscheidend. Sammel diese Fallbeispiele, summier die und publiziere die. Die ist anerkannt. Dass ein einzelnes Case Report nicht anerkennt, wissen wir beide. Da schmeißen sie alles um die Ohren. Ja. Aber wenn du die sammelst von Jahr zu Jahr, hast du nachher eine unglaublich gute Argumentationskette. Ja, die zweite Publikation war die ersten 1000 Patienten in der Praxis.
Und da kamen über 120 verschiedene Diagnosen in diesen 1000 Patienten vor. Das war auch eines der Videos bei Kurs 24. Und dann habe ich gezeigt Beispiele wie, ich glaube, eins war Fibromyalgie, eins war Bandscheibenprobleme und waren auch einige andere, wie bei allen diese Strukturveränderungen zu einer Funktionsveränderung führen. Und das habe ich auch nur in einer Zeitschrift publizieren können, die weltweit nur wenig Beachtung geschenkt wird, weil alle anderen entweder sehr teuer sind, das kann ich dann nicht alles zahlen, diese Gebühren, oder sie nehmen keine nicht groß aufgebauten Studien. Ja, ich glaube, damit haben wir ja doch auch gerade viele Grenzen, Vor- und Nachteile aufzeigen zu können. Dankeschön auch für diese Beispiele, die das untermauern. Nochmal, um die Frage von vorhin aufzugreifen. Was wären dann jetzt eure Wünsche? Was sollte sich eurer Meinung nach verändern, dass eben vielleicht das für viele zugänglicher wird, etc.? Ja, nochmal im Bereich der Mikronährstofftherapie würde ich mir wünschen, dass die Regularien, was die Ethikkommission angeht, irgendwann an ACTA gelegt werden. Nicht, dass man keine braucht, aber dass zum Beispiel eine 200 Milligramm Supplementierung schon einer großen, komplexen Struktur beinhaltet, hatte ich für eine Farce. Ja. Und das muss man mal ganz kritisch überprüfen, denn die Wirksamkeit nur bei einer verteilten Zufuhr von Magnesium, was die Glukoseverwertung angeht, ist schon riesengroß, was die Dämpfung des vegetativen Nervensystems angeht, schon sehr groß. Aber das hat natürlich noch eine ganz andere Wirkung ohne Nebenwirkung. Wirkung ohne Nebenwirkung als viele pharmazeutische Produkte. Das ist eben das ist meine Herausforderung, dass wir eben, wie Matthias schon sagte, nicht nur immer die Symptombehandlung vornehmen, sondern an die Ursächlichkeit rangehen, die auf seiner Ebene liegt, auch im Mikronährstoffbereich, auf der metronalen Ebene, dass eben diese Gesetzmäßigkeit erleichtert wird. Ich muss fairerweise sagen, wir haben Riesendaten, die haben wir gesammelt, weil wir aus einer universitären Einrichtung kommen. Wir sind ja früher aus dem Arbeitsbereich der Uni Bielefeld entstanden, Arbeitsbereich Sportmedizin, und haben dann unglaublich viele Studien machen können. Aber die kann ich jetzt retrospektiv aufbauen lassen, auch für meine Studierenden. Aber trotzdem ist es eben der Wunsch, neue Dinge zu machen, ist für uns sehr limitiert. Mein Wunsch wäre Vereinfachung. Vielleicht können die beiden noch andere Vorschläge machen. Ich habe keinen Lösungsansatz dafür. Ja, also Regularien, Gesetzmäßigkeiten, das so ein bisschen überprüfen. Ja, ja. Vielleicht noch ein bisschen offener werden für, wenn ich in der Schulmedizin eine Diagnose habe, dann heißt es, ich mache erst das. Das sind die evidenzbasierte Regeln, nach denen ich mich zu richten habe. Wenn einer mal aber etwas anderes macht und das funktioniert, dann muss ich mich ja fragen, stimmt die These noch, dass ich bei jedem dies machen muss, damit ich nachher einen Erfolg habe? Wenn das nämlich nicht stimmt bei 100%, sondern bei 1, 2, 3%, es reicht eigentlich nur einer, der von was anderem profitiert oder von dem nicht profitiert, um mir diese These zumindest mal zu widerlegen, dass das eben nicht in 100% der Fälle richtig ist. Und wenn ich bei einem Beispiel zeigen kann, dass sich etwas, beispielsweise eine Bandscheibe, wächst, dann muss das doch alles andere erstmal in Frage stellen und sagen, lass uns das nochmal überprüfen, inwieweit wir richtig behandeln und dementsprechend vielleicht Richtlinien auch offen enden können, auch wenn es nur ein Fall ist. Wenn ein Fall funktioniert, muss ich mich fragen, warum funktioniert es bei dem? Absolut. Und wenn man das einmal verstanden hat, oder vielleicht war diese Studie auch nicht gut gemacht, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht, dann würde es mir aber auch helfen, wenn man mir diese Rückmeldung gibt, dass ich das nächste Mal vielleicht besser mache. Ja. Aber dieses Zusammenlernen und Zusammenentwickeln, das fehlt in der Medizin. Es wird von oben herab gesagt, was gemacht wird. Da gibt es Gesellschaften, die auch dann alle paar Jahre die Regeln ändern. Ob wie hoch der Blutdruck sein muss in dem Alter, in dem Alter, in dem Alter, wie hoch der Cholesterinspiegel sein muss. Und wenn der höher ist als, lass uns heute das mal ein bisschen ändern. Ich habe viele Millionen Patienten mehr, die auf einmal Medikamente brauchen, die gestern die noch nicht gebraucht haben. Und das ist die evidenzbasierte Medizin, die wir aber betreiben. Mhm. Vielleicht kann man dazu sagen, dass wir uns, das stimmt alles, vollkommen richtig, aber vielleicht sollten wir uns ab und zu mal auch an die eigene Nase fassen und zu sagen, ja, dann müssen wir halt in diesen Gesellschaften mehr mitarbeiten. Jeder hat ja so seine Gesellschaft. Ich habe die medizinische Mikrobiologie, Infektionsimmunologie, Hygiene oder Immunologie oder Epidemiologie, also verschiedene, zu denen man ja gehört, also so ein bisschen interdisziplinär. Oder man kann natürlich auch sagen, die Mitochondrien haben eine Rolle bei der Orthopädie oder in der Gesellschaft für Intensivmedizin. Also man kann ja in verschiedenen, man kann natürlich nicht in allen mitarbeiten, aber die arbeiten ja auch untereinander. Das heißt, die eine berät die andere oder treffen sich, weil ja die Mikrobiologie auch in die Orthopädie mit reinspielt. Ja, also welche Antibiotika muss ich geben oder wie kann ich das vielleicht verhindern, dass eine Infektion ist bei
bei einem Austausch zum Beispiel einer Hüfte. Das heißt, dann müssten wir schon uns vielleicht auch, obwohl es Arbeit ist, in diesen Gremien ein bisschen mehr engagieren und sagen, diese Idee mit reinbringen, damit überhaupt das Gedankengut mit reinkommt. Vielleicht da ergänzend, ich bin durch diese Zahngeschiene, durch die Deutsche Mundgesundheitsstiftung hat diese Studie, die wir gemacht haben, über meine Stiftung honoriert, hat mir auch einen Preis dafür gegeben. Das ist aber unwichtig, viel wichtiger. Ich bin ab 3. November Senator in dem ersten gegründeten Gesundheitssenat Deutschlands, der kooperiert mit dem Senat der Wirtschaft. Und ich versuche, hört sich toll an, wenn ich Senator, ist mir eigentlich scheißegal, ob ich das bin. Mir geht es darum, und das, was du gerade sagtest, Brigitte, ist mir nochmal in Erinnerung. Wir müssen, hast du recht, wir müssen aktiv versuchen, in diesen Ausschüssen Meinung zu machen. Das sind Mediziner, da sind viele Dinge drin, um wirklich auch mal Mainstream, nicht Mainstream, sondern mal gegen den Strom zu gehen. Wenn wir es nicht tun, Urs, wer macht es? Wir sind gefordert, da hast du recht. Auch wenn das Zeit kostet, weiß ich, aber das ist notwendig, denn sonst, Matthias, ändern wir nichts. Ich weiß, das ist nicht einfach. Das ist ganz, ganz schwierig, ist völlig richtig. Ja, bin ich absolut deiner Meinung und eurer Meinung auch. Was mir immer wieder auffällt, ist, Gesundheit ist, glaube ich, das größte Geschäft der Welt. Und das wird teilweise halt, das hat sehr viel mit Wirtschaft zu tun, sonst wäre es nicht eines, das größte Geschäft der Welt. Und dann gibt es halt entsprechende Strukturen, die da, du hast schön gesagt, eher von oben gesteuert werden. Und was Mainstream ist, kann besser verkauft werden, was jetzt im Moment als standardisiert, personalisiert verkauft, wird schon besser verkauft und so weiter. Du hast nach einem Wunsch gefragt. Bei mir ist er eigentlich schon zur Hälfte zumindest in Erfüllung gegangen, so dass wir jetzt zum Beispiel in so einer Sendung zu Personen, zu Zuschauerinnen und Zuschauern sprechen können, die selbst betroffen sind, die sich selbst solche Gedanken machen. Und vielleicht ist eine dieser Zuschauerinnen oder Zuschauer genau diese Person, deren Bandscheibe jetzt viel besser ist, ja. Und dass andere Leute das hören und vielleicht von dieser Basis auch zuzüglich aktiv wäre, also wir von der einen Seite und die von der anderen Seite, so dass diese, ich meine, das sind ja Einzelfallbeschreibungen und das ist die Realität in der Praxis und das ist nicht, ich sage jetzt mal, 25 Blinddarmoperationen quasi unter diesen Bedingungen. Wenn die Leute zu Hause sind, dann vielleicht wieder bei Matthias, ist jeder wieder völlig anders nach der Blinddarmoperation. Wow, ich danke euch, dass ihr heute so viele Hintergründe dem Zuschauer auch einfach mal gezeigt habt, wie Wissenschaft, Forschung wirklich auch limitiert ist und welchen Bewegungsspielraum das überhaupt stattfindet. Offensichtlich dürfen die Grenzen der Innovation in der Medizin neu überdacht werden. Und wie ich euch so wahrgenommen habe, hoffen wir da alle auf eine progressive Kollaboration zwischen Privatwirtschaft, Wissenschaft und auch öffentlichen Einrichtungen. Ja, in dem Sinne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, war das ein äußerst interessantes, spannendes Gedankenexperiment. Mich würde interessieren, zu welchem Verlauf oder Versuchsausgang Sie zu Hause gekommen sind. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.